Hier ist Ledator und herzlich willkommen zum 111. Let's Play auf Lichess. Mein Mitspieler spielt D4 und irgendwie, ich habe so das Gefühl, D4 ist aktuell im Trend, vor allem das Damengambit, aber jetzt, oh doch nicht, er entscheidet sich doch für Springer nach F3, pardon, C3. Okay, jetzt sind wir dann in Französisch, was mir recht ist. Okay, entwickeln. Oh ja, spielen wir mal F6. Vielleicht hätten wir erst schlagen sollen, ist glaube ich besser. Dann schlagen wir eben jetzt. So, die Stellung hatte ich schon ein paar Mal. Da kann man glaube ich irgendwie sowas machen. In manchen Stellungen. Hier geht es natürlich nicht, oder? Ich möchte ihm nicht helfen. Ich möchte ihm nicht helfen, dass die Dame hier frei wird. Das wollen wir nicht. Sondern ich möchte meinen Springer hier möglichst gut positionieren. Das ist ja immer so eine Drohung, ne? Dass sie da mit der Dame kommen wollen. Oh, wir spielen gegen Korovit. Lustig. Ja, gerade dieses Thema sollte man mal mit ein bisschen mehr Humor sehen. Was heißt Humor? Besser gesagt hinterfragen, was da so aktuell alles passiert. Ist ja allerhand. Ich sage ja immer, die eigene Gesundheit ist wichtig. Die ist wichtig. Ja. Die eigene Gesundheit. Und alles hinterfragen, alles kritisch hinterfragen. Nicht irgendwem blind glauben. So. Ja. So, gut, was haben wir denn jetzt hier? Denkt jetzt hier ziemlich nach. Ja, das ist vielleicht jetzt auch den Zug, den ich gespielt habe, hat man wahrscheinlich noch nicht so oft gesehen. Aber das denke ich jetzt auch kein schlechter Zug. Hoffe ich mal. Okay. Ich will immer noch nicht nehmen. Erstmal mein Springer ins Zentrum. Schlag da einmal. Okay, das war schnell. Ja, da habe ich ein bisschen unangenehm Tribbelwahn, so wie es aussieht. Dann nimmt er auch sofort, okay. Achso, und dann ein Doppelbauen, ja, nicht Trippelbauen. Doppelbauen, ja, und irgendwie, ja, ich stehe hier komisch. Stehe hier nicht gut. Ach, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Naja, okay, gut. Gehen wir eben wieder zurück. Jetzt kann er den nehmen, aber es, wobei, da steht sein Springer halt auch nicht so gut. Ne? Jetzt kann ich vielleicht den machen und ihn von der Rochade abhalten. Vielleicht kann ich den Springer auch einfangen. Na, wahrscheinlich nicht. Fragen über Fragen. Aber wenn er da schlägt, kann ich vielleicht auch noch bis ihm spielen. Ja. Oh, jetzt mal den, um ein bisschen zu ärgern, dass er nicht so leicht zur Rochade kommt. Danach vielleicht. Ach, bis ihm. Das war 6 sieht auch anders aus. Muss ich sagen. Und dann Turm C8. Auf den mache ich einfach den. Vielleicht künstlich rochieren. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich diese Partie auch gewinnen werde. Also mal gucken, ob mein Gefühl wieder mal richtig liegt. Oder ob es falsch liegt. Wer weiß. Will er jetzt groß rochieren oder was? Okay, nur zu.
Rochier rein in meine Turmlinien. Und den habe ich vielleicht auch. Okay, rochiert gar nicht. Das ist eine Ansage. Okay. Wie kriege ich ihn hier? Das gibt's doch nicht. Wir müssen auf Zeit ein bisschen hier spielen, glaube ich. Und auf Komplikationen. Jetzt kann er den Läufer vielleicht abtauschen. Und dann auf der zweiten Linie eindringen. Ich sehe schon, was er vorhat. Ich weiß doch, was du vorhast. Aber was ich dagegen machen kann, keine Ahnung. Vielleicht den. Jetzt kann ich noch überlegen, wie ich nehmen will. Na, ist doch trostlos. Ist irgendwie egal, wie ich nehme, ist es irgendwie schlecht. Aber ich als Läuferpaar. Das ist trotzdem immer tückisch. Läuferpaar ist immer tückisch. Und die stehen auf der gleichen Linie. Also in meinen kühnsten Träumen hoffe ich auf sowas. Und oh, das wird langsam immer wahrer. Langsam wird das vielleicht immer wahrer. Wenn ich gut, ich muss hier unten auch aufpassen, dass ich nicht irgendwie matt wird, wenn er irgendwie hier so eine Falle aufstellt. Ja, der ist jetzt nicht so schlimm, oder? Sieht er. Wahnsinn. Ja. So komme ich natürlich nicht wirklich weiter, aber er hat weniger Zeit. Oh, der geht natürlich auch noch. Und verkomplizieren wir hier auch mal die Stellung. Ja, den. Komm, jetzt machen wir hier auch noch Schach. Einfach ein bisschen komplizierter hier alles machen. Ja. Jetzt machen wir mal den. Das ist einfach, ich drohe überall so ein bisschen. Na, jetzt mal gucken, was er macht. Jetzt bricht er doch irgendwann zusammen hier unter diesem Druck. Das kann doch nicht sein. Was das alles aushält. Wahnsinn. Okay, ich muss ihn auf die Probe stellen. Meine Läufer sind stark. Ah, sein Springer ist ein guter Verteidiger. Den. Das hat er natürlich gesehen. Unglaublich. Nein! Das hängt doch einfach den auf, aber hat er nicht gesehen. Da habe ich jetzt einmal Glück gehabt. Den. Ja, der droht jetzt nicht so arg. Ja, will er den machen? Okay. Ist nicht schlimm, oder? So. Gibt's doch nicht. Wie schnell zieht der denn? Das gibt's doch nicht. Das ist unglaublich. Ja, unglaublich. Okay, also Glückwunsch an Korovit für die Partie.
Wenn ihr mehr so Videos sehen wollt, dann wie immer abonniert den Kanal. Und wenn ihr euch im Schach verbessern wollt, dann schaut euch gerne meine Playlist Schachlern an. Die ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Gute. Mach's gut. Ciao.